Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator auf der Tubewas Map, natürlich zusammen mit dem Markus. Servus Leute, Bar 203. ja, wir fahren jetzt ein Feld kaufen. Und da fahren wir jetzt mal hier das, schön. Dass du was zu tun hast da oben. Oder dass wir was zu tun haben. Genau. Schieb's auf mich, dass wir jetzt ein Feld kaufen. Ah nein, wir können jetzt eh noch. Ich bin schon wieder voll, ich fahre mich jetzt gleich das nächste Mal ab. Bin genau eine Runde gekommen, das war relativ schön. Halt ein bisschen weiter als eine Runde. Hier in der Ecke waren wir letztes Mal ein paar 200, das ist noch gar nicht so lange her. Stimmt, ja. Ja, da waren wir aber fast ich überall. Ich mag diesen Weg hier hoch extrem gerne mit den Leuten. Weil der so halt uneben ist und so steil, das ist schon ganz stimmig. Gott sei Dank haben wir ein Terra-Track-System. Oder halt nicht ein Terra-Track, ein... Oh ja, Terra-Track heißt es, oder? Terra-Track heißt für Glas. Quad-Track, oder? Quad-Track, ja, genau. Oh, Quad heißt ja eigentlich nur vier Mal. Ja. Aber sind das die, Track-System die halt an vier Stellen ist gelagert ja oder so? Kann das ist sein? Ist ja egal. Ja. ob man da, Gott sei Dank haben wir das, dass wir da raufkommen. Ja, das wird eh mühsam da hinauffahren. Dem Ding. Ja, aber das ist, glaube ich, kein Weltuntergang. Das schaffen wir schon. Mensch. Ja, wenn ich zweimal von der anderen Seite. Schieben. Ah, das Feld liegt schön genau in der Mitte von den ganzen Feldern. Aber was vielleicht mal ein ganz cooles Thema wäre, was mir gerade so eingefallen ist, wir haben uns ja in unserer kurzen Aufnahmepause gerade eben über Techniken im Auto unterhalten, von wegen Einparkassistent und was wir nicht alles noch dabei hatten. Was hältst du eigentlich so generell davon? Umso mehr Technik, umso lieber. Ich bin halt bin Technik-Fanatiker und ja, sonst würde ich auch nicht mein Studium machen, sicher. Wenn ich nicht für neue Technik und für neue Sachen anstrebe. Und ich bin für jede neue Technik aufgeschlossen. Das ist egal, ob das jetzt ein Software-Update ist oder darum bin ich auch nicht so der Gegner, was jetzt die Leute so Hasskampagnen da auf YouTube abliefern, wegen dem neuen System, bla bla bla. Ja, es gibt eine Neuerung und sie wollen das halt so machen, dann lass sie machen. Sie werden schon wissen, was sie machen. Vielleicht sind Sachen geplant, von denen man gar nicht halt noch gar nicht weiß, dass sie dabei sind und dann sagt jeder, wie geil ist das. Ja. Aber davor mal Shitstorm und geht schon. Geh mal in den Vollgas. Und so hast du, ja, es gibt immer Sachen, was du... Was stell dir mal vor, du könntest in so eine Akte reingucken, was YouTube so in den nächsten 5 Jahren plant. Das wäre echt... Wäre genial, ja. Und dann weiß man erst, warum man die kleinen Änderungen, oder warum sie die kleinen Änderungen machen. Ja, genau, dann hat man Verständnis dafür. Und deswegen verstehe ich auch nicht die Leute, was nur so sozusagen hetzen gegen die Sachen, gegen neue Dinge. Weil früher, ich weiß noch, das hat man ja Geschichte von meinem Vater, früher war auch die Rede immer, ja, scheiß ABS, für was braucht man das? Und heutzutage ohne ABS ein Auto zu kaufen, geht gar nicht mehr, weil sowieso schon standardmäßig bei jedem Auto ich glaube, das ist sogar ist. Verpflichtend, oder? Bei ich neuen weiß nicht. Autos. Ich glaube, ESP so langsam auch, oder? Das war ja auch erst so. Ja, ESP ist nur nervig, wenn du es nicht abschalten kannst. Manuell. Weil irgendwann will ich mich auch in die Kurve legen können. Nein, Spaß. Aber zum ESP. Ich habe das gerade so bildlich vorgestellt, wie du in deinem Auto sitzt, die ESP-Taste suchst, die drückst, da versuchst in der Kurve zu driften und dann geht halt immer wieder dieses grüne Lämpchen an der ESP-Lampe und der macht trotzdem was und du regst dich eben. So ein Auto bin ich schon einmal gefahren. Das ist urnervig, wenn sich das ESP wieder selbstständig einschaltet. Halt wenn du nicht das sozusagen das Auto zu übersteuern darfst, wenn der Computer gegen dich arbeitet. Wenn du sagst, okay, du willst das nicht haben und dann drückst das weg und dann fangt auf einmal, weil irgendeine kritische Situation ist, der Computer noch einmal gegen dich zum Arbeiten an, halt sozusagen für dich eigentlich, aber weil du es ja nicht haben willst, gegen dich. Ja, vor allen Dingen, weil man nicht damit rechnet dann. Genau. Weil man ja nicht genau weiß, wie sich die Veränderung vom Computer dann auswirken. Ja, und das größte Problem ist eigentlich bei dem ganzen Zeug, dass du ESP eigentlich abschalten musst bei manchen Sachen können, weil wenn du, ich weiß nicht, ob du mal schon mit einem, also du magst gerade jetzt den Führerschein, Blödsinn, mit einem schweren Anhänger hinten, halt nicht nur einen schweren Anhänger, sondern einen richtig schweren Anhänger, wo du, weiß nicht, hast 3 Tonnen oder sowas, wenn du den D-Schein dazu machst, D ist, glaube ich, das zusätzliche für Anhänger. Ja, habe ich nicht vor. Und... Wenn du den magst, halt sozusagen, und du darfst wirklich schwere Anhänger ziehen und du kannst ESP nicht ausschalten, hast du das Problem teilweise, dass der
dass das ESP gegen dein Auto arbeitet, wenn du anfahren willst oder wenn du am Berg fährst, da ja nachher der Anhänger dich zurückzieht, du hast durchdrehende Reifen, das ESP merkt durchdrehende Reifen, okay, passt, wir regeln automatisch einmal den Motordrehzahl runter, weil das ja ist ja die Hauptaufgabe eigentlich des ESP und dadurch kommst du überhaupt nicht mehr vom Fleck. Das ist natürlich optimal. Das ist urbeschissen. Deswegen haben wir die neuen ESP-Systeme, das ist ja meistens schon ein Kombisystem mit einem Drehwinkelmesser, halt, dass der sozusagen Querbeschleunigung noch zusätzlich misst. Ja, das ist ja dann auch, eigentlich ist das ja für Kurvenstabilität hauptsächlich. Genau, das ist nachher das ALS, halt, ALS, nein, ASR ist Anti-Schlupfregelung, das ist das ESP Plus oder so, da gibt es noch ESP mit bla bla irgendwas. Ich finde solche Systeme einfach genial und sie sind sicher für die Sicherheit da. Und immer her damit, halt, ich muss sagen, wenn ich, wenn es einmal ein System geben wird, wo ich sagen kann, wenn ich in einer Stadt wohne, passt, ich suche in dem, dem Gebiet dort einen Parkplatz, in 15 Minuten bin ich dort, laut Navi. Ja. Und ich kann mir einen Parkplatz reservieren und der wird reserviert für mich. Das ist das Beste, was da passieren kann. Was ich auch mal richtig Cooles gesehen habe, das war, ich glaube, die Detroit Motor Show oder so dieses Jahr, da gab es einen ER7. Und der hatte einen Assistent da drin, dass du, was weiß ich, wenn du auf einer Veranstaltung bist oder irgendwie bei jemandem, die hatten das zum Beispiel bei so einem Hotel als Beispiel, du bist im Hotel und schickst dann deinem Auto eine SMS und das fährt dann automatisch zum Eingang. Ja, ich finde sowieso... Das ist richtig geil, vor allen Dingen, ich stelle mir das so lustig vor, wenn du da irgendwie auf dem Parkplatz selber bist oder wenn das so losgeht oder du bist irgendwie so, Angestellter da und reinigst den Parkplatz. Und auf einmal... Obwohl er lieber drin sitzt, geht auf einmal so ein R7 los mit richtig Krawall und fährt da irgendwie weg. Das finde ich richtig gut. Ja, aber ich finde so in ein Auto, wenn ich mich reinsetzen könnte, das Ziel angeben könnte und das Auto würde selber mich dorthin bringen, sicher, würde ich sagen, gerne. Gibt es nur das System besser heute als morgen. Aber da wir wollen halt die Menschen oder viele Menschen sozusagen die Verantwortung oder so nicht abgeben an die Maschine. Ja. Und das ist halt was, was ich nicht ganz verstehe. Weil ich muss sagen, ich wüsste mir in der Zeit, wo ich 2 Stunden zum Beispiel im Auto sitze oder was Besseres zu mir anfangen, als mich jetzt zu konzentrieren müssen. Ja. Genau zu schauen, okay, es gibt ja auch schon echt gute Systeme, wenn du einen Spurhalteassistenten, Abstandswarner und alles Mögliche hast. Und automatisch Abstandswarner mit Tempomat gekoppelt, sodass der immer dann, wenn der Abstand zu gering wird, bremst und danach wieder auf die Geschwindigkeit beschleunigt, dann bist du ja schon quasi da. Das geht ja dann schon sehr in die Richtung. Es gibt schon Systeme, die komplett autonom fahren. Ja, wie zum Beispiel der R7, der dann wirklich mit Kameras und so zum Hoteleingang fährt und dich dann da abholt. Ja. Ich finde das so genial. Das finde ich wirklich irgendwie. Stell dir vor, vor allen Dingen, das ist ja. Das ist, glaube ich, sogar noch ein. Doch, der R7 hat so noch einen richtig schönen 8-Zylinder. Und dann hörst du auf einmal so als Hausmeister, der gerade fegt, so. Obwohl da gar niemand ist. Und finde ich gut. Ich finde auch Elektromotoren extrem sinnvoll. Vor allen Dingen Drehmoment. Gegen das Drehmoment kann keiner, da kann keiner Benzin mithalten. Geht gar nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich dir ja schon mal erzählt habe, aber ein Verwandter von mir ein Bekannter von einer Verwandtschaft, also auf jeden Fall jemanden, den ich schon ganz gut kenne, der arbeitet bei Mercedes halt als Verkäufer und es gibt ja den SLS als E-Version. Ja. Yeah. Mit 800 PS, glaube ich, und 1100 Newton. Und den hatte der halt im Januar oder so mal mitgebracht nach Hause. Okay. Und das ist schon richtig geil, 1000 Newton. Ja, über 1000 Newton. Da ist Vortrieb. Du hast ja oft bei den E-Motoren, wenn du kein Hybridsystem hast, dreht der E-Motor direkt, der hat nur Elektro, reiner Elektro. Überhaupt kein Getriebe dazwischen. Und das ist das Geniale, weil ein E-Motor kannst du ja drehen auf, weiß nicht, 16, 20, 25, 30, 40, 50.000 kommt auf dem E-Motor an natürlich. Ja. Es gibt E-Motoren, die gehen auf 300.000, 400.000 Umdrehungen. Der hat mich halt damals voll, mitgenommen und das geht echt senkrecht, das Ding. Ja. Kannst halt mit Elektromotoren so viel Zeug machen. Es ist das Einzige, was halt noch in der Forschung wichtig ist, dass das bald halt, dass da irgendwas entdeckt wird, Speichermöglichkeiten von Energie.
Wenn wir die Energie ja, richtig gut speichern können. Die Speicherung ist im Moment noch das größte Problem. Genau, und wenn wir die Richtung gut speichern können und schnell aufladen, weil das wäre ja das halt, das ist, es gibt ja Batterien, die kannst du innerhalb von Sekunden aufladen. Ja. Nur haben die das Problem nachher, dass die keine Leistung haben. Die haben zwar das aber Volumen, aber dann können sie keine, haben können die Leistung nicht abrufen, weil die Ampere. Ich glaube, Graphit-Akkus sind das, oder? Ich glaube schon. Habe ich auf jeden Fall irgendwann mal einen Bericht drüber gelesen. Es gibt Tests mit Graphitröhren, halt mit Graphitröhren-Akkus. Die du dann in irgendwie mehreren Sekunden, also so eben mal auf ne, ja. über, es gibt ja auch noch, wie heißt das nochmal, ist das, nee, NFC ist das nicht, hier einige Handys, die du kabellos laden kannst. Dann könntest du zum Beispiel da dein Handy mal für 10 Sekunden auf die Platte legen. Ja. Ich glaube QI oder so heißt das. Das könnte sein, QI. Weil das ist der Basen Ladung und Strom. Auf jeden Fall, dann legst du das 10 Sekunden da drauf und die Akkus sind so groß, dass es dann fürs Handy einen Monat reicht. Das wäre ja echt traumhaft. Weil ganz ehrlich, das größte Problem im Moment an Handys ist der Akku. Wenn du jetzt ein nagelneues High-End-Smartphone hast und darauf... Kannst du einen halben Tag... Ja, einen halben Tag. Benutzen. Und wenn du wirklich, sag ich mal, nach einem halben Jahr oder so, wenn der Akku schon so langsam anfängt abzubauen, du hast, was weiß ich, WLAN an, Bildschirm auf volle Helligkeit und spielst wirklich ein anspruchsvolles Spiel, dann kannst du auch nach 2-3 Stunden schon Tschüss sagen. Das wäre nicht sogar schneller. Ja. Ich habe früher, das war jetzt vor 4 Jahren oder so, was auch ein Handy gehabt, habe es im Flieger mitgenommen, habe meinen Film draufgeladen. Gott sei Dank hat der Film nur 56 Minuten dort. Ja, danach war nämlich Ende, oder? Danach war ziemlich... es war so heiß, das Handy schon. Und danach war ziemlich Ende. Okay. Aber ja, ist so. Und das wird sicher... Irgendwann wird es einen geben, der einfach so eine Wahnsinnsidee hat. Vor allen Dingen, oder irgendwas. Es gibt die Technik ja eigentlich schon. Die ist nur teilweise einfach viel zu teuer, um die in ein Handy einzubauen. Dann kostet ein Handy das 4- oder 5-fache. Ja, aber es gibt nicht wirklich gute Technik, was Akkus betrifft. Es gibt einiges in der Forschung, aber das kannst du teilweise in der Praxis noch gar nicht machen. Das kannst du im Labor herstellen, solche Akkus, und die halten dann teilweise nur Sekunden. Aber dass du das sozusagen in der Praxis praxistauglich machst, da fehlt noch viel. Okay. Weil es ist ja auch so, es gibt die Idee von den Quantencomputern schon ewig. Funktioniert auch im Labor teilweise, aber in der Praxis tauglich, das hält halt, weiß nicht, da gibt es Computer, die halten nachher 2 Nanosekunden, halt der Speicherbaustein, und dann ist das vorbei, dann ist der Cap tot. Zum Berechnen, halt, dass man sozusagen reicht das, aber zum Herstellen und zum Benutzen ist es einfach zu wenig. Ja. Ist ganz klar. Ja, da muss einfach eine Lebenszeit haben, und wenn du keine Lebenszeit hast von, weiß nicht, einem halben Jahr, Jahr zumindest bei Akkus, wenn die Wahnsinnsleistung hätten, ja, halt wenn die vom Werk aufgeladen kommen würden und sie würden nach einem Jahr kaputt gehen und man müsste nach einem Jahr austauschen und der Preis würde passen, würde sich das jeder kaufen. Ich sag mal so, wenn man wirklich ein Jahr mit einem Akku auch sogar beim Spielen und so hinkommen würde und was weiß ich, dann kann man auch echt sich jedes Jahr einen neuen Akku holen, wenn das so ist. Also ja, ich würde mir selbst Akkus kaufen, wenn die lange halten, die man quasi nicht laden kann, sondern... Wenn es vom Preis her passt. Ja, dann muss der Preis wenn passen. Wenn der Preis natürlich für ein Handy-Akku nach, weiß nicht, 5 Milliarden und kosten würde, ja, weil die Technik so viel kostet, würde sich's keiner kaufen. Oder zumindest die Handykosten. Also wenn man jetzt, ich sag mal, man kauft ein Handy für 200 Euro, dass dann der Akku nicht mehr kostet als, weiß ich nicht, 50 bis 100 Euro. Ja, aber um 100 Euro kaufst du dir nicht jedes Jahr einen neuen Akku. Glaube ich nicht, dass du da die Massen das dafür bringst. Wenn da einer kostet, der ladbar ist, mit der gleichen Leistung, nur halt, dass du ihm regelmäßig ja laden musst, 10 Euro kostet. Ja, aber ich sag mal, regelmäßiger Laden ist ja teilweise wirklich, wie wir vorhin schon gesagt haben, ein paar Stunden höchstens. Ja, stimmt. Und das ist echt, ich wollte gerade die Schwarten mit dem Kipper aufsammeln. Aber das, wenn dich das Thema interessiert, wirklich, dann geh in die Elektrotechnik, studiere Elektrotechnik, da lernt man sowas, so ein Zeug. Ja, kann ich was erfinden? Ja, wenn du schlau bist und irgendwelche Ideen hast, dann... Dann mache ich nicht mehr YouTube-Milliarden, sondern auch noch Elektrotechnik-Billionen. Ja, du kannst YouTube-Milliarden benutzen, um die Forschungskosten zu zahlen. Nee. Ja, irgendwie muss das ja bezahlt bekommen. Glaubst du, von wo bekommst du oder sonst das Geld her?
Wir sagen doch immer, Oma zahlt. Oma zahlt, ja, aber die Oma wird auch nicht. Meine Oma zahlt auch nicht mehr alt. Die wird auch nicht immer zahlen. Irgendwann zahlt die nur noch einmal groß. Ja, ob die dann so groß zahlt, wenn du die ganze Zeit abnimmst hier was. Ja, weiß ich dann auch nicht. So. Bin aber leer. Ja, wir machen das Ende der Reihe nämlich noch fertig und das Ganze dann parallel zum Partende. Na dann. Jo, und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part. Tschüss. Ciao, Leute.